Hallo und herzlich willkommen zurück. Kann ich ja nicht sagen, für uns zurück, weil wir gerade an Epic im Koop gespielt haben mit dem guten Squad-LP. Nun sind wir im Singleplayer unterwegs und der Daniel ist an meiner Seite. Hallo Daniel. Hallo Tobi. So, Daniel darf uns jetzt einen Kurzeinblick ins Spiel geben. Der hat Ja. nämlich schon ein bisschen in den Singleplayer geschaut, hat er uns verraten. Ich habe ein kleines bisschen reingespitzelt in das Spiel, ja. Es war ja ursprünglich meine Idee, dieses Spiel anzuspielen für euch auch als LP dann. Also, das Spiel ist ein RPG. Es ist in 2D-Grafik, aber es ist durchaus sehr amüsantes Spiel. Allerdings mit einem sehr trockenen Humor. Das heißt, nicht alle werden den Humor verstehen. Aber ich bin, wie gesagt, ich habe mal 10 Minuten angespielt. So sonderlich viel über dieses Spiel weiß ich noch nicht. Aber das sollen wir jetzt hier alles rausfinden. Okay, wunderbar. Es gibt Sprachdialoge, das haben wir schon im Koop gesehen. Ja. Das werden wir versuchen, auf jeden Fall abwechselnd zu sprechen. Vorher Ja. hat es ja schon mehr oder weniger gut funktioniert. Sehr gut. Und der Singleplayer-Content ist auf jeden Fall unterschiedlich zum Koop. Das heißt, wir können das Ganze parallel anschauen. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Und wir legen uns hier natürlich nochmal einen neuen Spieler an. Das hatte ich nur vorher kurz getestet. Wir machen natürlich mit Tutorial. So. Dann machen wir hier einen Absprung. Doppelnamen. Leider kann ich. Patestein. Groß geht nicht mehr, oder wie? Nee, groß geht leider nicht mehr. Oh. Egal. So. Zwar Naja. komischer Name, aber sind wir pussymäßig? Was können wir denn hier? Für Anfänger mit wenig Erfahrung in RPGs und Plattformspielen. Das Spiel Gesundheit wird wird langsam automatisch regeneriert. gespeichert. Gesundheit wird langsam regeneriert. Monster verursachen nur 75% des normalen Schadens. Deine Punktzahl wird halbiert. Also für Spieler mit Erfahrung in Spielen im Metroidvania-Stil. Sagt mir nichts, aber okay. Das Spiel wird automatisch gespeichert. Schwer. Für Veteranen von Spielen wie Castlevania und Maze of Gallius, die eine besondere Herausforderung suchen. Du musst dein Spiel selbst speichern, Monster sehen dich aus großer Entfernung, deine Punktzahl wird verdoppelt. Sehr schwer plus plus. Diese Stufe bietet mehr Gleichheit zwischen dir und den Monstern, also sei vorsichtig. Du bist nicht kurz unverwundbar, wenn du getroffen würdest. Du musst dein Spiel selbst speichern. Monster sehen dich aus großer Entfernung und deine Punktzahl wird verdoppelt. Okay. Ich Leicht. würde sagen, wir sind nicht hier Pussys, aber wir könnten doch hier. Ja, bei leicht wird immerhin deine Gesundheit regeneriert. Das. Ja, komm, wir sind Pussys, also Yay, für LPs Pussys! geeignet. Okay, ich übernehme mal den Spielleiter. Okay, also. Okay. Als du den Kerker betrittst, sehen dir auf einmal zwei Skelette mit rostigen Äxten im Weg. Das ist so prädestiniert, dieses Lispeln. Das unheimlich rote Licht in ihren Augenhöhlen fixiert dich. Was tust du? Ich lade meinen Elfenbogen und schieße. Moment mal. Willst du wirklich mit einem Pfeil auf ein Monster schießen, das nicht bluten kann? Was denkst du, wird passieren, dass der Pfeil zwischen ihren Rippen hängen bleibt und sie langsamer macht? Hey, das funktioniert in Legend of Zelda. Haha, du Dödel! Das Beste an RPGs ist doch, dass du gesunden Menschenverstand einsetzt. Na komm, tritt beiseite und lass den Kleriker seine Arbeit machen. Ich nehme meine heilige Symbol und richte damit die Untoten. Verschwindet in das Loch, aus dem ihr gekommen seid, ihr übrigen Kreaturen! Würfelt einen D20. Ein blendendes Licht leuchtet in ihren Sädeln auf. Beide Skelette schreiben und ihre Kno freien, nicht schreiben, und ihre Knochen fallen zu Boden. Wir schreiben ihre Knochen fallen zu Boden. Bin das ich? Ja, das bin ich doch, gell? Ja. Warte. Nehmt das zwei Skelette mit einem Schuss. Gott, bin ich gut. Okay, ich gehe schnell voran, um zu sehen, ob sie irgendwelche Beute haben. Entschuldigung, Dani. Macht Wenn du nix. auf sie zugehst, trittst du auf eine lose Platte im Boden, hörst ein Klick und ein Speer springt direkt unter deinen Füßen hervor. Verdammt,
Ich habe eine Falle ausgelöst. Ich habe einen Rettungswurf, oder? Erik? Gib mir die Chips. Hey Leute, lasst uns eine Pause machen. Ich muss pinkeln. Schon wieder, verdammtes Bier. Am Ende des Flurs, linke Tür. Der Lichtschalter ist außen. Okay, bin in einer Minute zurück. Schweine, ihr habt das Licht ausgemacht. Ich bin hier am Pinkeln. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Ich kann im Dunkeln nicht zielen. Verdammt, ich kann nicht sehen. Was zur Hölle? Wo ist das Klo? Ich raff's nicht. Ich hab doch gerade noch da reingepinkelt. Ups, ich glaube, ich habe den Boden gepinkelt. Mal sehen, ob ich die Tür finden kann. Nö, das ist eine Wand. Wow, die Wand ist rau. Ich könnte schwören, dass sie vorher eine Tapete hatte. Nichts, ich kann die Tür nicht finden und das ist definitiv nicht das Bad. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich nehme besser mein Feuerzeug zur Hand, sodass ich wenigstens etwas sehen kann. Finde das Feuerzeug in deinem Inventar. Wenn du es gefunden hast, wähle die Option Ausrüsten. Um das Inventar zu öffnen und zu schließen, drücke die Taste I. Oh, Inventar. Dann gehen wir mal auf das Feuerzeug Ausrüsten. Ah, da links unten sind wir. Hallo wir. Hallo wir. Ich laufe hier einfach mal. Was ist das? Steinwände, Säulen, Dunkelheit. Wo zur Hölle bin ich? Natürlich, diese Schweine haben mir Psychopharmaka in mein Bier geschüttet. Ich habe eine Halluzination. Cool, es sieht fast real aus. Okay. Was ist das? Da vorne ist irgendwas. Es sieht aus wie... Heilige Scheiße, ein Skelett! Ich bilde mir schon Dinge ein. Wahrscheinlich ist das Rickys Oma, die gerade ein Nickerchen macht. Ich kann sie als Skelett sehen. Oder vielleicht ist das Chester Copperpot. Hat er einen Schlüssel? Kann ich schaden, mal nachzusehen. Oh, sind es etwa besagte Fallen, die er vorher hier im Spiel erwähnt hat? Möglich. Autsch! Eine Falle! An meinem Fuß! Aua! Das tut weh! Ich blinke, hast vergessen. Ich bin ein Vampir, ich glitzere in der Sonne. Okay, falscher Film. Oh, nun kapiere ich es. Die Hallen, das Skelett, die Falle. Ich bilde mir ein, in einem RPG zu sein. Wusste nicht, ich wollte einfach mal bei dem Punkt, Punkt, Punkt einen künstlichen Furz loslassen. Ist in Ordnung. Dann muss ich in einem Dungeon oder einer Burg sein, die mein Unterbewusstsein erschaffen hat. Ah ja, das würde meine Theorie beweisen, dass wir jetzt im Spiel sind. Haha. Okay, während die Drogen wirken, bin ich also ein Spieler in einem eigenen RPG. Cool, ich spiele gegen mich selbst. Auch wenn ich nie ein Dungeon Master war. Dungeon Master! Yeah. Was auch immer sie für ein Zeug in meinem Bier getan haben, es ist wirklich großartig. Ausrufezeichen? Ich zeichne besser eine Karte, sodass ich mich nicht verlaufen kann. Klar, er hat ja ein Stück Papier dabei. Natürlich, Klopapier. Drücke die... Ah ja, das könnte sein, ja, ja. Drücke die Taste, um die Karte aufzurufen. Okay, ich drücke... Ah, okay, ja, auf der Karte kann ich natürlich sehen, wo ich gerade bin. Das könnten tatsächlich Klopapierrollen sein, ja? Ja. Streifen meine ich natürlich. Klopapier. Klicke auf ein Rechteck, um eine Notiz für einen Raum zu schreiben. Bums. Anfang. Wow, Bums wir Anfang. Haben eine Notiz erstellt. Und jetzt? M. Okay. Also gehe ich mal die Leitern hoch, die, schlecht im Koop als Treppen übersetzt wurden. Ah, springen kann ich auch. Juhu, wir können hüpfen. Hier Wand. Liegen ein paar Omas rum. Der hat aber viele Omas. Hier ist eine Oma mit Rüstung. Geh mal zu der Rüstung nochmal zurück. Drück mal Enter. Passiert nichts. Okay, lauf weiter. Verzeihung. La 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 la. Das ist auch cool, aus dem rechten Bildschirmrand rauslaufen und zum linken wieder reinkommen. La 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 la. Lauter Omas. Oh! Ah, wir haben anscheinend einen Gast und er ist unbewaffnet. Nein. Ich wollte gerade gehen. Nein, warte. Lass mich dir meine Gastfreundschaft angedeihen. Hey. Ich möchte keine...